legen. Bereit, wenn ihr es seid. Ich will auf die Stimme hören, dass meine Träume nicht zerstören. Alle sagen mir, ich soll vertrauen und auf meine Rettung bauen. Anstatt allein im Turm zu sitzen, sollte ich meine Kräfte nutzen. Nun aufzustehen muss ich wagen. Höre auf mein Herz, es wird schnell erschlagen. Ich weiß, was ich fühle. Diese plötzliche Versammlung. Es ist top secret. Keiner weiß was. Aber es gibt wohl einen besonderen Gast. Oh, ist das aufregend. Es ist mir eine Ehre, unsere bisher erfolgreichste Absolventin willkommen zu heißen. Unsere geliebte Königin Snow White. Was hat sie wohl vor? Ein kleiner Vogel hat mir gezwitschert, dass die Drachen an meine geliebte alte Schule zurückgekehrt seien. Also lasst uns auch zu unseren guten alten Traditionen zurückkehren. Ab jetzt werden die Drachenspiele an der Ever After High wieder eingeführt. Die Drachenspiele sind zwar hart, doch elegant. Und ich will, dass meine Ever After Reiter angemessen gekleidet sind. Darum wird das Kreativteam aus Lizzie Hartz und Ashlyn Eller neue Drachenreiterkleidung entwerfen. Diese Looks sind luftig, flexibel und der Mode voraus. Und natürlich feuerfest, eisfest und explosionsresistent. Wirklich entzückend. Jedoch kann ich die neuen Drachenspiele unmöglich in einem verfallenen Stadion stattfinden lassen. Würdet ihr mir bitte alle nach draußen folgen? Hiermit präsentiere ich euch die neue Ever After High Drachen Arena. Hier
Hier ist Blondie Locks mit einer Live-Reportage aus dem Drachenstall der Ever After High, wo Drachen wieder durch die heiligen Hallen streifen. Au! Anscheinend sind die Schüler der Ever After High ganz wild darauf, diese Viecher zu adoptieren. Obwohl es eher so aussieht, als würde sich der Drache seine Schülerin aussuchen. Zuckerwatte! Njam, njam! Justin Dancer. Die jüngste von 12 Schwestern, die alle die Ever After High besuchten. Und die immer noch nicht weiß, welches Schicksal ihr bestimmt ist. Glücklich bis ans Lebensende für Justin. Ich bin fertig. Ich bin richtig früh schlafen gegangen, aber ich hatte einen so wahnsinnig zauberhaften Traum. Ich hatte darin mein eigenes Ballettstudio und war gerade dabei, ein paar meiner Lieblingschoreos zu tanzen. Schluss mit der Quatscherei. Es wird getanzt. Auf geht's, meine Damen. Tanzschuhe an. Meine Schuhe. Völlig ruiniert. Wer war das? Wie schreien deine guten Schuhe? Dieses Rätsel wirst du bitte nach meinem Unterricht lösen, Miss Dancer. Erste Position. Das ist das absolute Spitzenmodell aus dem gläsernen Schuh. Kein Schuhdieb kann dieser Schönheit widerstehen. Wenn ein Dieb diesen Strahl kreuzt, geht er sofort in die Falle und die Kameras zeichnen das Verbrechen auf. Völlig sicher. Zeitverschwendung. Verlass dich niemals auf Technik. Drück auf diesen Knopf, zieh an dieser Strippe. Funktioniert nicht. Ich wette, die Schuhe werden ganz bestimmt geklaut. Seit wann bist du denn eine Schuhdiebstahl-Expertin? Oh ja, immer auf den bösen Wolf. Entspann dich. Du und ich haben doch nicht den gleichen Geschmack. Und Ramona ebenfalls. Ramona, du böser, böser Wolf. Psst, weckt sie nicht auf. Wen nicht aufwecken? Was geht denn hier vor sich? Justin Dancer. Dann war ich es also wirklich selbst? Aber wieso? Das ist zauberhaft. Deine Schwestern haben genau das Gleiche erlebt. Meinen herzlichen Glückwunsch. Du bist die 12. tanzende Prinzessin. Du musstest dein Schicksal selbst erkennen, aber nun kennst du es genau. Und kannst endlich lernen, mit deinen Kräften umzugehen. Mit der Gabe des unendlichen Tanzes. Ja, ja, ja. Tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe, Ramona. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr mir geholfen habt, mein Schicksal zu erkennen. Wir können nicht anhalten und an Blumen schnuppern, Darling. Kennst du jetzt ein gutes Versteck oder nicht? Ich nicht, aber sie. Eine Waldelfe. Wie aufregend. Geht es dir gut? Der Zauberwald wird von den Elfen beschützt. Sie besitzen magische Kräfte. Sie sagt, ihr Name ist Featherly. Und das ist Dirla. Oh, sie weiß, dass du verletzt bist, Darling. Dirla sagt, jetzt geht es dir wieder besser. Wow, ich fühle mich wie neu geboren. Und das ist Herlo. Wir sollten lieber irgendwo hingehen, wo wir nicht so auffallen. Ja, bitte helft uns, Elfen. Wir brauchen ein Versteck vor der bösen Königin. Zeit für eine Frühstückspause im Aufenthaltsraum der Ever After High. Zeit für letzte Hausaufgaben oder mit Freunden abzuhängen. Nicht alle auf einmal! Denkt daran, meine Kräfte funktionieren immer nur bis 12 Uhr mittags. Wünscht mit Bedacht. Ich wünsche mir wieder prinzig auszusehen. Farah, mein Vulkan funktioniert nicht. Leute,
bitte, Farrah braucht auch mal eine Pause. Danke, Aislinn. Es ist nicht leicht, die zukünftige gute Fee zu sein. Aber ich liebe es, Wünsche zu erfüllen. Aber wenn du so gerne Wünsche erfüllst, was macht dich dann so traurig? Solange ich denken kann, habe ich noch nie selbst ein schönes Kleid bekommen und bin auf keinem Ball gewesen oder habe mit Prinzen getanzt. An manchen Tagen wünsche ich, ich könnte mir meine eigenen Wünsche auch erfüllen. Aber ich kann es nicht. Oh, das ist trauriger als eine Teekanne ohne Tee. Ich wünschte, Farrahs Wünsche würden sich auch erfüllen. Maddie, du bist wirklich brillant. Ja! Moment, wieso? Farrah hat jetzt Prinzessologieunterricht und ich habe einen Plan. Farrah, das ist ein echter Wunschnotfall. Ich brauche Kreppbänder für mein Referat. Danke. Farrah, wir brauchen ein Dutzend Cupcakes für klassisches Kochen. Dankeschön. Ich habe mir noch nie was gewünscht. Hättest du was dagegen? Für meine allerbeste Märchenfreundin tue ich alles. Ich wünsche mir das allerschönste glitzernde Prinzessinnenballkleid der Welt. Für dich. Für mich? Wieso denn? Das ist mein großer Wunsch. Oh, wie schön. Aber ich verstehe das nicht. Würdest du mit mir tanzen? Überaus charmant. Oh, Aislinn, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Vielen, vielen Dank. Wenn es nur nicht bald schon 12 Uhr Mittag schlagen würde. Nun, na dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass die letzte Stunde sich wiederholt. Sofort! Zuerst werden wir die beiden Teams bestimmen und ihre Captains. Und danach, solange eure Drachen noch nicht ausgewachsen sind, werdet ihr zusammen mit euren Drachen zu Fuß den gesamten Parcours abmarschieren. Aber keine Angst, die böse Königin wird heute noch eine Meisterklasse zum korrekten Drachenreiten anbieten. Schwarz gewinnt. Sie wählen also zuerst. Ich nehme als erstes Apple White. Aber nein, ich sollte zu meiner Mom ins Team. Ich erzähl dir mal eine Geschichte. Als ich aus meinem Spiegelgefängnis befreit wurde. Nein. Ich meine, ja, ich bin gerne in ihrem Team. Es ist ja nur ein Spiel, oder? Bin ich halt bei Ihnen. Du bist dran, Mom. Ich möchte Darling Charming als Captain meines Teams. Captains, wählt jetzt eure Team. Spieglein, Spieglein an der Wand. Warum ist das Leben so unfair in diesem Land? Ich verspüre Zweifel. Und Zweifel verschaffen dem Wurm Raum, in den Apfel zu kriechen. Folge mir. Folge mir! Was? Du armes Ding! Erzähle mir von deinen Schwierigkeiten. Ich rede nicht mit Ihnen. Oh, Apple. Wir haben so viel mehr gemeinsam, als du vielleicht glaubst. Was wollen Sie denn? Na, dasselbe, was du willst. Ich glaube, ich könnte dir helfen. Ich kann die Dinge wieder zurechtrücken, wie in den guten alten Zeiten. Ich kann Raven wieder auf den Pfad des Bösen bringen, damit du dein glücklich bis ans Lebensende bekommst. Aber das gelingt mir nicht, solange ich hier drin festsitze. Selbst wenn ich Ihnen vertrauen würde, ich darf Sie nicht aus dem Spiegel holen. Das wäre falsch. Oh, es tut mir leid. Ich dachte, du wärst vielleicht auch wie deine Mutter. Als ihre Zeit kam, nahm deine Mutter ihr Märchenschicksal an. Sie tat, was man von ihr erwartet hat. Ich habe auch keine Angst. Und ich werde tun, was man von mir erwartet. Und ich bin wie meine Mutter. Und mein Schicksal gehört mir. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.
don't.